Vielen Dank, Herr Musiker. Unser Gemeindemitglied, Herr Werner. Vielen Dank, Herr Musiker. Ein süßes Jahr, 5.774. Aber der eigentliche Grund, dass wir heute hier zusammengekommen sind, wie Sie wissen, ist ein ganz anderer. Und ich komme etwas später darauf. Zunächst möchte ich meine Team als Gastgeber nach Ulm und unsere Gäste begrüßen. Ich begrüße unsere Sage ich ein herzliches Willkommen.
zweimal nur in die politischen Vierteller in der Städte und des Warenbegrüßen. Herzlich willkommen als die Vierteller der Kirchen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, dritte Vierteller aus Wissenschaft, Bildung und Justiz. Und letztes Jahr habe ich unseren Dank explizit an die Hoffnung gesprochen. Und die Reaktion der Polizeipräsidenten habe ich entnommen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Dann machen wir das zur Selbstverständlichkeit. Vielen Dank, Frau Lehrer, an Sie und Ihre Kollegen. Die Arbeit ist immer noch wichtig und leider unverzichtbar. Und besonders freue ich mich, die Kollegen von den Nachbargemeinden begrüßen zu dürfen. Und es freut mir sehr, dass ich heute zahlreiche Gemeinden wieder begrüßen kann. Nochmals, ich freue mich, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen zu können. Shalom. Und wenn ich jemanden nicht genannt habe, möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen. Und wenn da mir ein Und jetzt möchte ich erlauben, bevor ich das Wort den Bauern und dann gehen wir einfach die Worte über unsere Auszeichnung und unsere Auszeichnung, wie wir auf seine Kandidatur gekommen sind. Die im Jahr 2004 erschaffene Dr. Lorena existiert. Soll an eine Persönlichkeit der nicht-jüdischen Öffentlichkeit gelingen werden, die sich um die jüdische Gemeinschaft besonders verdient macht. Wir haben uns in diesem Gedanken gemacht, wer diese nächste Persönlichkeit sein könnte. Herr Biener kannte ich zu diesem Zeitpunkt Persönlichkeit nicht, aber von meinem Kollegen habe ich viel von ihm und seinen Helden daran. So hat man mir so eine dicke Mappe mit verschiedenen Artikeln in die Hand gedrückt. So, das ist diese Mappe, das ist schon gut. Wenn jemand gedacht hat, das ist mein Name, dann können Sie sich entspannen. Das ist nicht. Und diese Mappe hat man mir in die Hand gedrückt, mit der Bitte, es an den Zentraler der Juden in Deutschland zu übergeben, in der Hoffnung, an der Verleihung des Preises für Zivilcourage Zeit. Also, im Zug nach Frankfurt hatte ich viel Zeit, um dieses Dossier zu lesen. Den ganzen Schicksal hier darunter die Großmedaillen zu erhoffen, der größeren Stellung im Wattenscheid von der Hochmutter und Wattenscheid von Scholz. Und von der israelischen Botschaft in Berlin zum Beispiel. Aber besonders in Erinnerung und Blüten ist mir die Facharbeiter der Schule aus Wattenscheid aus dem Jahr 2010. Ich weiß nicht, ob diese Anwesende, ich habe sie besucht und ich bin aber gefragt, dass sie schon längst angehört. Sie, ich bitte diese anwesende Autorin dieses Werkes, Alina Röhrchen, oder mit der Frau, um Erlaubnis, ein paar Sätze zu zitieren. Sonst wird es nicht schwierig, vielleicht konfrontieren mit dem Ganzen. In ihrem Vorwort schreiben Sie, im Folgenden möchte ich meine Entscheidung nicht mit dem Thema erwähnen, entstehen die Schicht und die Antwort des Denkmals zu befassen, begründen. Ich habe mich schon immer für die Vergangenheit, besonders für die Zeit des Nationalsozialismus in unserem Land interessiert, da man sich als Jugendlicher bzw. Jugendliche, die in der heutigen Zeit aufwachsen, nicht vorstellen kann, wie unsere Vorfahren in ihrer Jugend gelebt haben und was sie alles überleben mussten. Und ein paar Zeit später, Herr Biener ist trotz oder gerade wegen seiner 80 Jahre zu dieser Zeit ein herausragendes Beispiel für den Kampf gegen das Vergessen und den gewaltfreien Widerstand gegen die Verbreitung nationalsozialistischen und rechtsextremen Gedankengutes
und das nicht nur für den Partner schauen. Und in diesem Moment, mein Problem, habe ich fast laut aufschreien müssen. Eureka, das ist unser Mann. Vielleicht geben Sie das Mädchen zu der Herrn König und ein Kind und diese Wahrheit aus meinem Mund. In dem Fall in der Tiefe würde ich etwas. Und in unserem Fall war das kein kleines Kind, sondern ein kluges Schulmädchen. Aber diese Facharbeit hat den Stein ins Rollen gebracht. Und die Mama hat mich nicht weitergegeben. Warum sollen wir den anderen das überlassen, was wir selbst machen können oder sogar müssen? Wir haben einen guten Helden, einen tollen Kämpfer unter uns, der scheinbar das Wort unheimlich überhaupt nicht kennt. Hier steht es im Manuskript, ein kleiner, großer Mann hat es geschafft. Ich bin, meine Damen und Herren, der festen Überzeugung, wir haben absolut richtige Wahl getroffen. Und die Bestätigung dafür kam auch schon nach der Bekanntmachung unserer Entscheidung, haben mich viele Menschen angesprochen. Und jeder für sie hat nicht nur emotional, sondern auch wortwörtlich praktisch das Gleiche gesagt. Tolle Entscheidung gegen die Welt. Und alle gesagt. Herr Wiener, danke. Und wie der Ihnen sagte, ist 120. Ich danke. Geworden ist als andere, nämlich widerständig und
sicherlich die Aufgabe würde, viele Tote während der Flucht aus den Güterzügen herauszutragen und zu beerdigen. Dabei, als Jugendlicher noch, verlorst du deine kleinste Schwester, die Heiko. Sie starb und deine Mutter, eine streng katholisch erzogene Frau, wollte natürlich eine religiöse Beerdigung. Der polnische Priester hat sich dagegen gewandt, er wollte ein deutsches Kind nicht beerdigen. Aber Hans Wienert gelang es seiner kleinen toten Schwester, in die gleiche Lage zu bringen, sie unter die Füße einer anderen Verstorbenen, die bereits im Sarg lag, zu retten, damit der Wunsch der Mutter, ihr Kind mit den Segnungen der Kirche zu beerdigen, auch in Erfüllung gehen konnte. Der Zweite Weltkrieg hat dich über Hans sicherlich bis zum heutigen Tag geprägt und ist ein zentraler Antrieb für dich, um für Frieden und für Freiheit in dieser Welt einzustehen. Der Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald nahe Weimar, der Schwur nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, ist ein Lebensmotto und auch sicherlich Lebenselixier für dich geworden. Du hast nach dem Krieg als Bergmann gearbeitet, unter anderem in Letzisch-Holland und Landschaft. Du warst politisch in der Kommunistischen Partei Deutschlands engagiert und hast deshalb, wie viele andere, aber auch nicht nur Kommunisten, dich gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands verwandt. Der Pazifismus, der darauf erwachsen ist, ist sicherlich ein wichtiger Teil von Geisteshaltung in unserer Gesellschaft. Das war bekanntlich nicht immer so. Und damals war es als Angehöriger der KPD, die noch eine legale Partei war, schon schwierig. Nach dem Verbot 1956 hat das zu Kriminalisierung geführt, wie sich manche sicherlich noch erinnern können. Ich nenne hier nur in Bochum den Namen Klaus Brunner und den Lebenfeld. Du bist einer derjenigen, die schon zu Zeiten des Ostermarsches sich für Frieden eingesetzt hat. Legendär ist dabei die heiße Suppe an der Friedenskirche in Wattenscheid, die du ausgegeben hast, den Ostermarschierer schon in den 60er Jahren, im Frühjahr durchgefroren in der alten Freiheit Wattenscheid halt machten und du hast sie mit versorgt. Als Sprecher der antifaschistischen Initiative Wattenscheid kämpfst du bis zum heutigen Tag gegen Rechtsextremismus und gegen Aufstände. Als 1978 die Landeszentrale der NPD dort eröffnet wurde, warst du einer derjenigen, der am stärksten Widerstand geleistet hat. Zwischenzeitlich beherbergte die Landeszentrale auch die Bundeszentrale der sogenannten Jugendnationale Demokraten. Legendär ist dabei die Organisation von die den Bundesparteitag der NPD, der 1983 in Darmstadt stattfindet. Aber, und das wird vielfach vergessen, für diesen Kampf gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit, der uns heute alle vereint, musstest du und deine Familie auch einen hohen persönlichen Preis bezahlen. Denn Anfang der 90er Jahre bedrohte eine rechtsterroristische Gruppe namens Volkswille deine Familie, sie bedrohte euch mit Leib und Leben. Ich erinnere da an einen Artikel im Stern eines anderen Menschen,
und da auch die Schwierigkeiten zu sehen waren, ihnen zu misstrauen. Dass man dann im Auto manipuliert worden ist und ein Beerdigungsinstitut bereits beauftragt wurde, deine Leiche abzuholen, zeigt das perfide, das unmenschliche Wirken dieser Rechtsform. Wie gefährlich die Situation damals für euch konkret war, ist im Bericht des Kriminalhauptkommissars verzeichnet, der bei der Aktion Volkswille Sprengstoff fand, in dem man in der Lage gewesen wäre, ganze Häuser zeigen. Aber du hast dich nicht einschüchtern lassen. Ganz im Gegenteil. Dein Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus hast du eher verstärkt, als ihn abzunehmen. Dein besonderes Anliegen galt aber stets der jungen Generation, die sollte in die politische Arbeit eingebunden werden. Und als Sozialdemokrat weiß ich, dass eine ganze Generationen von Jungsozialisten, Aktiven, aber auch Schülersprechern an Wattenscheider Schulen, das war teilweise authentisch, an deiner Seite gestanden sind. Dir ist es auch zu verlangen, dass wir heute eine Vielzahl von politisch aufgeklärten Menschen haben, die im Kampf gegen die Nazis bei dir sozialisiert worden sind. Zu denen zählt zweifelsohne auch mein Abgeordneten.
über Hannes sein jüngstes Engagement, den Rathausvorplatz in Wattenscheid nach Friedrich Hartmann zu benennen, war auch nicht einfach zu realisieren. Bekanntlich hat die Verwaltung der Stadt Bochum seinen Bürgerantrag zunächst abgelehnt und durch viele Einzelgespräche und natürlich eine glaubhafte Art zu überzeugen, konnte sie schließlich die Bezirksleiterin in Wattenscheid dafür gewinnen, deinem Vorschlag zu folgen. Friedrich Hartmann zur Erinnerung zu den 1942 von den Nazis in Auschwitz im Alter von 13 Jahren. In der Namensnennung des Vorplatzes erinnern wir an das Schicksal der Jüngsten am Morgen Wattenscheid. Ich war schon auch noch meine ganz persönliche Bemerkung. Vor 50 Jahren hatte ich als Schüler zum ersten Mal die Gelegenheit, in der Synagoge in meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main zu besuchen. Ich hatte das große Glück, einen jüdischen Schulfreund zu haben. Deshalb sind mir viele Dinge, die ich heute hier auf der Gemeinde erlebe, schon sehr nah. Seit über 40 Jahren kenne ich Hannes Wienert, nachdem ich von Frankfurt am Main abgeschaltet bin. Ich möchte hier mit Bertolt Brecht reden. Er sagt, die Schwachen kennen mich. Die Starken kennen vielleicht eine Stunde lang, wenn sie noch stärker können. Viele Jahre. Aber die Stärksten kämpfen ihr Leben lang. Sie sind unentbehrlich. Und bei Hans ist wirklich unentbehrlich. Ich wünsche dir und deiner Familie insbesondere, deiner lieben Frau, die seit Jahrzehnten deine Arbeit unterstützt hat, auch in Zukunft Kraft und Gutes gelingt. Viele Tote während der Flucht aus dem
den Güterzügen herauszutragen und zu beerdigen. Dabei, als Jugendlicher noch, verlorst du deine kleinste Schwester, die Heidrun. Sie starb und deine Mutter, eine streng katholisch erzogene Frau, wollte natürlich eine religiöse Beerdigung. Der polnische Priester hat sich dagegen gewandt, er wollte ein deutsches Kind nicht beerdigen. Aber Hans dienend gelang es, seine kleine tote Schwester in die Leichenhalle zu bringen, sie unter die Füße einem anderen Verstorbenen, die bereits im Sarg lag, zu betten, damit der Wunsch der Mutter, ihr Kind mit den Segnungen der Kirche zu beerdigen, auch in Erfüllung gehen konnte. Der zweite Weltkrieg hat nicht über Hans, sicherlich ist im heutigen Tag geprägt und ist ein zentraler Antrieb für dich, um für Frieden und für Freiheit in dieser Welt einzustehen. Der Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald nahe Weimar, der Schwur nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, ist ein Lebensmotto und auch sicherlich Lebensintensiv für dich geworden. Was nach dem Krieg als Bergmann gearbeitet, in der anderen in der Sicherung beschäftigt. Du warst politisch in der Kommunistischen Partei Deutschland.
Es gibt viele Menschen, die haben die Schale Menschen für ein Unbestand. Für mich war das Jahr 2013 ein ereignisvolles und erfolgreiches Jahr. Am 12. Februar 2013 habe ich erfahren, habe ich mit vielen Freunden und Mitstreitern meinen 85. Geburtstag gefeiert. Am 16. März 2013 gelang es mir mit einem Bürgerantrag meines letztes Mal in Wattenscheid, den Platz von Wattenscheider Rathaus in Nettie Hartmann Platz zu benennen. Und am 17. Oktober heute, diesen Tag, wurde ich gerade eben über die jüdische Gemeinde gekehrt und die Rohmedaille erhalten. Das Jahr 2013 ist gleichzeitig der 75. Jahrestag der Reichsbürgerung. Ein Jahr voller Ereignisse für mich persönlich. Am Vorschein Tag im Kreis der Familie, umgeben von Freunden, Kampfgefährten, von Genossinnen und Genossen, kommt die Erinnerung zurück an viele gemeinsame Aktionen gegen Faschismus und Krieg, für Frieden und internationale Solidarität. Sehr geehrte Anwesende, Damen und Herren, ich begrüße euch alle recht herzlich. Danke für Ihre so zahlreiche Verschiedenheit, um mit mir gemeinsam diesen Tag zu erleben. Jüdische Gemeinde Bochum, den
An dieser Stelle nenne ich auch noch
den Chef der ehemaligen Wolfsburg-Bescheid, Benedikt. Durch seine Berichterstattung hat er mir geholfen, was nicht zu unterschätzen ist, dass so manche Tür geöffnet wird, wo ich vorfinden konnte. Ich möchte noch zwei Leute erwähnen. Mit Jürgen Blau, der die Antifa Gott hat Bescheid, er geht davon aus, nicht nur finanziell unterstützt hat, sondern auch mit ihm gemeinsam seit ca. 50 Jahren viele Aktionen zusammen geplant und durchgeführt haben. Sei es gegen die Atomwaffe, sei es im Kampf gegen Alt- und Neonazis, gemeinsam organisiert und durchgeführt, mein Freund Jupp und Genosse Jupp, hat er sich nicht nehmen lassen, trotz seines hohen Alters, hier in der Synagoge dabei zu sein, am Tag meiner Auszeichnung mit der Dr. Rohmedaille. Ich freue mich, dass du gekommen bist. Und
Christus, es war der 70. Jahrestag der Ermordung von Betty Hartmann, stellte ich einen Bürgerantrag und schlug vor, den Platz von dem Wattenschöner Abbau Betty Hartmann Platz zu benennen. Das ist inzwischen bekannt. Ich bin der Meinung, sicherlich auch Sie, liebe Anwesende, das Bemühen der jungen Schülerinnen und Schüler, eine besondere Anerkennung und Würdigung für ihre Engagement verdient haben. Ohne die Todesgruppe von Betty Hartmann wäre ich sicherlich nicht auf den Gedanken gekommen, den Bürgerantrag zu stellen. Mein herzlichen Dank an die Schüler sowie an die Lehrerinnen und Lehrer der Maria Sibylla Merian Gesamtschule und der Märkischen Schule in Wattenstadt. Danke. Zur Errichtung der Heilstelle. 2008, am 8. November,
mit drei Damen zum Buchen meiner Symphonieorchester. Die spielen Stücke von den beiden jüdischen Komponisten Hans Streicher und Gideon Gleier in Theresienstadt. Beide wollen kurz nach ihrem Konzert in Theresienstadt nach Auschwitz deportiert und dort von den Nazis ermordet. Zwei Körper wurden von meiner Tochter Nadine, die hier aufsteht, die ersten Platten produziert. Platten, die zum Preis von 2 Euro angeboten wurden in den Plattenscheiner Geschäften. Das war sozusagen der erste Baustein zur Richtung der drei Stellen. Parallel dazu begann ich mit dem Handschrift mein Kind und Wuchsen und Werke von Geldspenden und Sponsoren. Unter anderem bei der Stadt. Im Jahr 2009 war es dann das angestrebte Ziel endlich geschafft. Am 9. November 2009 wurde das Denkmal an die Wenzlers mit dem Beispiel eingeweiht. Das Jugendbuch sogar
Homilien. Ich möchte daraus zitieren, im Stadion von der Botschaft des Staates Israel in Deutschland, das mich erreichte am Tag der Eröffnung der Stäbe. Grußwort der Botschaft des Staates Israel zur Eröffnung der Bildenden Stäbe und zur Erinnerung an die in der Shoah ermordeten Juden Wattenscheids am 9.1.1990. Sehr geehrte Damen und Herren, seit einigen Jahren verfolgen wir das unermüdliche Engagement von Herrn Wiener, die Erinnerung an die ermordeten Juden Wattenscheid durch ein Denkmal aufrechtzuerhalten. Uns allen ist bewusst, dass die Shoah die absolute Trauer darstellt innerhalb der jüdischen Geschichte und die Beziehung zwischen Juden und Deutschen enorm belastet ist. Gerade darum müssten die nachfolgenden Generationen aufs Neue versuchen, zusammenzulegen. Die Bedeutung der Gedenkstelle ist jedoch nicht nur im unmittelbaren Zusammenhang der ehemaligen jüdischen Gemeinde Wattenscheid zu sehen, sondern ganz besonders im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der jüdischen Geschichte in Deutschland und innerhalb des komplexen Zusammenhangs aller Menschen. In Zukunft müssen wir immer mehr bewegen, vor allem um die jungen Menschen verschiedene Herkunft und Religion anstreben und darüber hinaus den Gedankenaustausch fördern, um immer wieder neue Vorurteile vorzubeugen und Fremdenhass Thank you.
war nicht, wie sie faschistischen Höhnisch nannten, eine Reichskristallnacht. Sehr geehrte Damen und Herren, der 9. November ist der 75. Jahrestag der Reichsbürger. Was gestern war. Seht hin, was heute ist. Denkt
Und ich hoffe, dass Sie in Erfüllung gehen werden. Erstens wünsche ich mir drei Strahlen für die Beleuchtung der drei Sterne mit Anspruch an die 4 Meter davon entfernte Laterne, die ein Foto der Sterne hier in der Wohnung hat und wünsche mir jedenfalls ein Foto der Antikörper. Drei Sterne auf dem Gewächshaus in Lockenscheid, hier irgendwo in den Räumen der Vorräume der jüdischen Synagoge. Das sind die beiden Wünsche, die ich so habe und hoffe, dass ich das noch erleben werde. All jene, die ich wollte, und damit komme ich zum Schluss. All jene, die meine Gedenkfrage schaffen, seit nunmehr 24 Jahren stehen folgende Worte auf den Schleifen des Kranzes an die Verwandtschaft. Auf der einen Seite steht die Erinnerung uns das vergessene Segen, auf der zweiten, damit die Nacht nicht wiederkehre. Diese Worte sind die von Stefan Erwin. Es sind die Worte aus seinem Gedicht, die Botschaft, die Asche von Birkenau. Wenn ich etwas aus dem gesprochen habe, das ist kein Sinn, sondern sein. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. In meinen 25 Jahren glaube ich, nicht nur einmal in meinem Leben vor so einem großen Publikum in der Synagoge den Mann und den Mann und den Mann.
vielen Dank an die Musiker, unser Gemeindemitglied, der Werner. Vielen Dank. Ein gutes, erfolgreiches und wie gesagt, ein süßes Jahr 5.774. Aber der eigentliche Grund, dass wir heute hier zusammengekommen sind, wie Sie wissen, ist ein ganz anderer. Und ich komme etwas später darauf. Zunächst möchte ich meine Team als Gastgeber nach oben unsere Gäste begrüßen. Ich begrüße unsere Oberbürgermeisterin von Bochum, Frau Dr. Schwarz. Ich hoffe, weil es funktioniert, als wenn man kann nicht sofort. Ist das besser? Frau Schäfer, ich hoffe, Sie fühlen sich bei uns nicht mehr wie ein Gast, sondern schon mehr wie zu Hause. Frau Hanna-Schmelen, liebe Hanna, ich freue mich, dich nicht nur als Präsidentenmitglied der Solidarität in Deutschland und nicht als Vorsitzende des Landesverbandes Westfalen nicht mehr zu begrüßen, sondern als schützende Hand unter unsere Gemeinde. Schauen wir. Der Wochen nach den Bundestagswahlen möchte ich unheimlich zwei Anwesende begrüßen und ihn gratulieren. Herr Axel Schäfer, bei Ihrem Posten fange ich zunächst mit dem Wichtigsten an, langjähriger Kreisverbücher unseres Landesgartens. Und parallel speichere ich das als Schaffen, Vorsitzender der Landesgruppe NRW und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Bundestag. Und wenn man mit Herrn Schäfer seinen Platz im Parlament schon seit nicht 11 Jahren an und vorher noch 5 Jahre im Europaparlament, schon lange Zeit, heute haben wir in diesem Saal eine frisch gebackene Abgeordnete, Frau Mundeke, wir wünschen Ihnen viel Erfolg auf dem Weg. Und ich muss was hinzufügen, Ihr Vorgänger, Herr Bollmann, der war oft Gast in unserer Gemeinde. Und ich wünsche Ihnen und uns allen, dass aus heutigen hier ein Besucherabonnement. Unter uns befinden sich die Ehrenträger Dr. Rubin Gade und die Frankfurter Bundesstadt. Unser Altvater Bürgermeister Herr Stüber wird ewig für dieses Haus arbeiten. Sage ich ein herzliches Willkommen. Des
zweite Möglichkeit, die politischen Vertreter der Städte und des Landes begrüßen. Herzlich willkommen als die Vertreter der Kirchen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, sowie Vertreter aus Wissenschaft, Bildung und Justiz. Und letztes Jahr habe ich unseren Dank explizit an die Hoffnung des ausgesprochen. Und die Reaktion der Polizeipräsidenten habe ich entnommen, dass dies keine Selbstverständlichkeit ist. Dann machen wir das eine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank, Frau Lehr, an Sie und Ihre Kollegen. Die Arbeit ist immer noch wichtig und leider unverzichtbar. Und besonders freue ich mich, die Kollegen von der Nachbargemeinde begrüßen zu dürfen. Und es gefällt mir sehr, dass ich heute zahlreiche Gemeindemitglieder begrüßen kann. Nochmals, ich freue mich, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen zu dürfen. Shalom. Und wenn ich jemanden nicht genannt habe, möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen. Und wenn da mir ein Bitterkammer zu erhoffen, dann können wir später in Bouffet das Bitterlich klären. Und jetzt möchte ich mir glauben, bevor ich das Wort in den Bauch habe, und dann gehe ich einfach die Worte über unsere Auszeichnung und unsere Auszeichnung. Wie wir auf seine Kandidatur gekommen sind. Die im Jahr 2004 schafften Gott Karolina existiert, soll an eine Persönlichkeit der nicht-jüdischen Öffentlichkeit der Linken werden, die sich um die jüdische Gemeinschaft besonders verdient machen. Zitat Ende. Wir haben uns in diesem Gedanken gemacht, wer diese nächste Persönlichkeit sein könnte. Herr Wiener, kannte ich zu diesem Zeitpunkt Besonderheit nicht, aber von meinem Kollegen habe ich viel von ihm und seinen Helden daran gehört. So hat man mir so eine dicke Mappe mit verschiedenen Artikeln in die Hand gedrückt. So, das ist diese Mappe, das ist schon gut. Wenn jemand gedacht hat, das ist mein Name, dann können Sie sich entspannen. Das ist nicht. Und diese Mappe hat man mir in die Hand gedrückt. Mit der Bitte, es an den Zentraler der Juden in Deutschland zu übergeben, in der Hoffnung, an der Verleihung des Preises für Zivilcourage teilzunehmen. Im Zug nach Frankfurt hatte ich viel Zeit, um diesen Dossier zu lesen. Den ganzen Schritt hier, darunter die Großmitteilung zur Erhoffung der größeren Stellung im Wartenscheid von der Hoffnung der Bürgerprogramme. Und von der israelischen Botschaft in Berlin zum Beispiel. Aber besonders in Erinnerung und Blüten ist mir die Facharbeit der Schule aus Wattenscheid aus dem Jahr 2010. Ich weiß nicht, ob diese Anwesende, ob diese Frau, Alina Röttinger, oder? Ach, ich bin jetzt. Ich habe sie besucht und ich bin aber erfahren, dass sie schon längst angehört hat. Ich bitte diese anwesenden Autoren dieses Werkes, Alina Röttinger und unsere Frau Röttinger, um Erlaubnis ein paar Sätze zu zitieren, sonst wird es schwierig, vielleicht konfrontieren mit Plagiatsvorwürfen. In ihrem Vorwort schreiben sie, im Folgenden möchte ich meine Entscheidung nicht mit dem Thema erwähnen, entstehen die Schicht und Anlass des Denkmals zu befassen, begründen. Ich habe mich schon immer für die Vergangenheit, besonders für die Zeit des Nationalsozialismus in unserem Land interessiert, da man sich als Jugendlicher bzw. Jugendliche, die in der heutigen Zeit aufwachsen, nicht vorstellen kann, wie unsere Vorfahren in ihrer Jugend gelebt haben und was sie alles miterleben mussten. Und ein paar Zeit später, Herr Wiener ist trotz oder gerade wegen seiner 80 Jahre zu dieser Zeit ein herausragendes Beispiel für den Kampf gegen das Vergessen und den gewaltfreien Widerstand gegen die Verbreitung nationalsozialistischen und rechtsextremen Gedankengutes
und das nicht nur in den Banken schaffen. Und in diesem Moment, meine Damen und Herren, habe ich fast laut aufschreien müssen. Eureka, das ist unser Mann. Vielleicht geben Sie das Mädchen für einen Herrn König und ein Kind und diese Wahrheit aus meinem Mund. In dem Fall ein Mädchen unwürdig, jedenfalls. Und in unserem Fall war das kein kleines Kind, sondern ein kluges Schulmädchen. Aber diese Facharbeit hat den Stein ins Rollen gebracht. Und die Mama hat mich nicht weitergegeben. Warum sollen wir den anderen das überlassen, was wir selbst machen können oder sagen müssen? Wir haben einen guten Kämpfer, einen tollen Kämpfer unter uns, der scheinbar das Wort unheimlich überhaupt nicht kennt. Hier steht es im Manuskript, ein kleiner, großer Mann hat es geschafft. Ich bin, meine Damen und Herren, der festen Überzeugung, wir haben absolut nicht die Wahl getroffen. Und die Bestätigung dafür kam auch. Schon nach der Bekanntmachung unserer Entscheidung haben mich viele Menschen angesprochen. Und jeder für sie hat nicht nur emotional, sondern auch wortwörtlich praktisch das Gleiche gesagt. Tolle Entscheidung gegen mich. Und alle, Herr Wiener, danke. Und wie der Ihnen sagte, ist 120. Ich danke. Geworden ist als andere, nämlich widerständig und
und sich selbst behaupten. Denn schon ein Jahr später begann auch für deine Familie die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Du wurdest noch als Flakhelfer eingezogen und hast nur mit viel Glück und dem Verlassen deines Regiments überleben können. Danach folgte Flucht und Vertreibung in Fieberland, wobei zu dem schrecklichsten Erlebnis sicherlich die Aufgabe gehörte, viele Tote während der Flucht aus den Güterzügen herauszutragen und zu beerdigen. Dabei, als Jugendlicher noch, verlorst du deine kleinste Schwester, Heiko. Sie starb und deine Mutter, eine streng katholisch erzogene Frau, wollte natürlich eine religiöse Beerdigung. Der polnische Priester hat sich dagegen gewandt, er wollte ein deutsches Kind nicht beerdigen. Aber Hans Niemand gelang es, seine kleine tote Schwester in die gleiche Lage zu bringen, sie unter die Füße einer anderen Verstorbenen, die bereits im Sarg lag, zu betten, damit der Wunsch der Mutter, ihr Kind mit den Segnungen der Kirche zu beerdigen, auch in Erfüllung gehen konnte. Der Zweite Weltkrieg hat dich, lieber Hans, sicherlich bis zum heutigen Tag geprägt und ist ein zentraler Antrieb für dich, um für Frieden und für Freiheit in dieser Welt einzustehen. Der Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald nahe Weimar, der Schwur nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, ist ein Lebensmotto und auch sicherlich Lebenselixier für dich geworden. Du hast nach dem Krieg als Bergmann gearbeitet, in der anderen in Lenzisch-Holland angeschaut. Du warst politisch in der Kommunistischen Partei Deutschlands engagiert und hast deshalb, wie viele andere, aber auch nicht nur Kommunisten, dich gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands verwandt. Der Pazifismus, der darauf erwachsen ist sicherlich ein wichtiger Teil von Geisteshaltung in unserer Gesellschaft. Das war bekanntlich nicht immer so. Und damals war es als Angehöriger der KPD, die noch eine legale Partei war, schon schwierig. Sicherlich nach dem Verbot 1956 hat das zu Kriminalisierung geführt, wie sich manche sicherlich noch erinnern können. Ich nenne hier nur in Bochum den Namen Klaus Kummer und den Wegenfeld. Du bist einer derjenigen, die schon zu Zeiten des Ostermarsches sich für Frieden eingesetzt hat. Legendär ist dabei die heiße Suppe an der Friedenskirche in Wattenscheid, die du ausgegeben hast, den Ostermarschierer schon in den 60er Jahren, im Frühjahr durchgefroren in der alten Freiheit Wattenscheid aufmachten und du hast sie nicht versorgt. Als Sprecher der antifaschistischen Initiative Wattenscheid kämpfst du bis zum heutigen Tag gegen Rechtsextremismus und gegen Aufstände. Als 1978 die Landeszentrale der NPD dort eröffnet wurde, warst du einer derjenigen, der am stärksten Widerstand leistet. Zwischenzeitlich beherbergte die Landeszentrale auch die Bundeszentrale der sogenannten Jugendnationale Demokraten. Legendär ist dabei die Organisation von der die den Bundesparteitag der NPD, der 1983 in Wattenscheid stattfindet. Aber, und das wird vielfach vergessen,
Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit, der uns heute alle vereint, musstest du und deine Familie auch einen hohen persönlichen Preis bezahlen. Denn Anfang der 90er Jahre bedrohte eine rechtsterroristische Gruppe namens Volkswille deine Familie, sie bedrohte euch mit Leib und Leben. Ich erinnere da an den Artikel im Stern eines anderen Wissenschaftlers, Herrn Schmitz, der Frau Burgis und Buch am Fenster fotografiert wurden und darauf die Spielreihe zu sehen war, Wiener, du bist tot. Dass man deinem Auto manipuliert worden ist und ein Beerdigungsinstitut bereits beauftragt wurde, deine Leiche abzuholen, zeigt, dass perfide das unmenschliche Wirken dieser Rechtsterroristen. Die gefährliche Situation damals für euch konkret war, ist im Bericht des Kriminalhauptkommissars verzeichnet, der bei der Aktion Volkswille Sprengstoff fand, mit dem man in der Lage gewesen wäre, dann zur Häuser zeigen zu werden. Aber du hast dich nicht einschüchtern. Ganz im Gegenteil. Dein Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus hast du eher verstärkt, als ihn abzulehnen. Dein besonderes Anliegen galt aber stets der jungen Generation, die sollte in politische Arbeit einbringen können. Und als Sozialdemokrat weiß ich, dass eine ganze Generation von Jungsozialisten, Aktiven, aber auch Schülersprechern an Wattenscheider Schulen, das war teilweise authentisch, an deiner Seite gestanden sind. Dir ist es auch zu verlangen, dass wir heute eine Vielzahl von politisch aufgeklärten Menschen haben, die im Kampf gegen die Nazis bei dir sozialisiert worden sind. Zu denen zählt zweifelsohne auch mein Abgeordneten Kollege Sergei Jusse, anwesend ist und der auch mit die antifaschistische Initiative beigeschaltet wurde. Eine Initiative findet seit 1990 alljährlich Denkveranstaltungen zum 9. November 1938 auf Rom von die Weltwirtschaft in Wattenscheid statt. Gerade die Einbindung der jüngeren Generation durch dich möchte ich besonders. Aber nicht nur die Denkweise von Erscheinung treten. Du hast deine Arbeit als das Besondere im Alltag betrachtet, als alltägliche Verpflichtung. Dazu gehört die Vermittlung von Zeitzeugen, Anschulung als Diskussionspartnerinnen und Partner. Ich nenne dabei nur die Tochter von Bertolt Brecht, Frau Mama Birnbaum. Ich erinnere an das von Ausstellungen zum Beispiel zu einem langen verdrängten Thema Justiz und Nationalsozialismus. Oder die Gedenkausstellung, die ich exemplarisch nennen möchte, im Jahr 50 nach dem Thema. Das bedeutendste Prozess ist natürlich Auschwitz, mehr als 15 Jahre nach dem Ende des Faschismus. Ein besonderes Anliegen ist die heutigen Tag die Betreuung von Flüchtlingen. Jahrzehnte lang schon erfreuen sich die Kinder in Übergangswohnheimen alljährlich von den Geschenken, die andere Kinder für sie aus Solidarität zur Verfügung gestellt haben. Wenn du verkleidet als tschechischen Post mit einem alten sowjetischen Postsack in den Übergangswohnheimen aufrollst, so warten Kinder und ihre Eltern schon sehr gespannt auf die schönen Garten, um ihren grauen Alltag ein Stück für Stein zu empfinden. Die Kinder von damals sind heute erwachsen und zum Teil immer noch in diesem Übergangsprogramm. Wenn du
stand unermüdlich im Einsatz, der Tier durch die Schädel derjenigen 87 Deportierten und Ermordeten wurden geführt. Und sehr verehrte Damen und Herren, nur durch die Hartnäckigkeit von Hannes Wiener konnte dieses beispiellose Projekt die vielen fast Vergessenen haben jetzt einen Namen und einen würdigen Ort, an dem man wieder gedenken kann. Über Hannes sein jüngstes Engagement, den Rathausvorplatz in Wattenscheid nach Betty Hartmann zu benennen, war auch nicht einfach zu realisieren. Bekanntlich hat die Verwaltung der Stadt Bochum seinen Bürgerantrag zunächst abgelehnt, und durch viele Einzelgespräche und natürlich eine glaubhafte Art zu überzeugen, konnte es schließlich die Bezirksleiterin in Wattenscheid dafür gewinnen, deinem Vorschlag zu folgen. Für die Hartmannserinnerung von 1942 von den Nazis in Auschwitz im Alter von 13 Jahren. In der Namensnennung des Vorplatzes erinnern wir an das Schicksal der jüngsten Ermordung Wattenscheid. Ich möchte auch noch eine ganz persönliche Bemerkung. Vor 50 Jahren hatte ich als Schüler zum ersten Mal die Gelegenheit, in der Synagoge in meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main zu besuchen. Ich hatte das große Glück, einen jüdischen deshalb sind mir viele Dinge, die ich heute hier auf dieser Gemeinde erlebe, schon sehr nah, weil sie mich sehr verliebt haben. Seit über 40 Jahren kenne ich Hannes Wiener, nachdem ich von Frankfurt am Main abgeschaltet bin. Ich möchte hier mit Bertolt Brecht reden. Er sagt, die Schwachen kämpfen nicht. Die Starken kämpfen vielleicht eine Stunde lang, wenn sie noch stärker können, viele Jahre. Aber die Stärksten kämpfen ihr Leben lang. Sie sind unentbehrlich. Und bei uns ist wirklich unentbehrlich. Ich wünsche dir und deiner Familie insbesondere, deiner lieben Frau, die seit Jahrzehnten deine Arbeit unterstützt hat, auch in Zukunft Kraft und gutes Leben. Von Herzen bedauern. Thank you.
Vielen Dank, Herr Musiker. Unser Gemeindemitglied, Herr Werner. Vielen Dank. Normalerweise, in dieser Zeit machen wir einen Neujahrsprogramm und feiern mit dem zusammen unseren Fest Rosh Hashanah. So entsprechend, trotz der Verspätung, wünsche ich Ihnen allen und Ihren Familien nachträglich Shana Tova, ein gutes, erfolgreiches und wie gesagt, ein süßes Jahr 5774. Aber der eigentliche Grund, dass wir heute hier zusammengekommen sind, wie Sie wissen, ist ein ganz anderer. Und ich komme etwas später darauf. Zunächst möchte ich meine Familie als Gastgeber nach oben und unsere Gäste begrüßen. Ich begrüße unsere Oberbürgermeisterin, Frau Dr. Das
zweite möglich, die politischen Vertreter der Städte und des Landes begrüßen. Herzlich willkommen heiße ich die Vertreter der Kirchen, der Wirtschaft, der Gewerkschaften, Wohlfahrtsverbände, sowie Vertreter aus Wissenschaft, Bildung und Justiz. Und letztes Jahr habe ich unseren Dank explizit an die Hoffnung gesprochen. Und die Reaktion der Polizeipräsidenten habe ich entnommen, das ist keine Selbstverständlichkeit. Dann machen wir das zur Selbstverständlichkeit. Vielen Dank, Frau Herr, an Sie und Ihre Kollegen. Die Arbeit ist immer noch wichtig und leider unverzichtbar. Und besonders freue ich mich, die Kollegen von der Nachbarn Gemeinde begrüßen zu dürfen. Und es freut mich sehr, dass ich heute zahlreiche Gemeindemitglieder begrüßen kann. Nochmals, ich freue mich, Sie, meine sehr geehrten Damen und Herren, begrüßen zu können. Shalom. Und wenn ich jemanden nicht genannt habe, möchte ich mich von ganzem Herzen entschuldigen. Und wenn da mir ein Tippelverband geholfen hat, dann wird später dem Hofer das Glück in die Und jetzt, wenn Sie mir erlauben, bevor ich das Wort in den Bauch habe, würde ich einfach die Worte über unsere Auszeichnung und unsere Auszeichnung, wie wir auf seine Kandidatur gekommen sind. Die im Jahr 2004 erschaffene Dr. Lohmann-Gerne existiert, soll an eine Persönlichkeit der nicht-jüdischen Öffentlichkeit verliehen werden, die sich um die jüdische Gemeinschaft besonders verdient macht. Zitat Ende. Wir haben uns in diesem Gewalten Gedanken gemacht, wer diese nächste Persönlichkeit sein könnte. Herr Biener, kannte ich zu diesem Zeitpunkt Persönlichkeit nicht, aber von meinem Kollegen habe ich viel von ihm und seinen Helden Daten gehört. So hat man mir so eine dicke Mappe mit verschiedenen Artikeln in die Hand gedrückt. So, das ist diese Mappe, das ist schon gut. Wenn jemand gedacht hat, das ist mein Name, dann können Sie sich entspannen. Ich dachte nicht. Und diese Mappe hat man mir in die Hand gedrückt. Mit der Bitte, es an den Zentraler der Juden in Deutschland zu ergeben, in der Hoffnung, an der Verleihung des Preises für Zivilcourage teilzunehmen. Im Zug nach Frankfurt hatte ich viel Zeit, um dieses Dossier zu lesen. Den ganzen Schicksal hier darunter die Großmedaillen zu erhoffen, der größeren Stellung im Wattenscheid von der Hoffnung und Bürgerbürgerin Frau Scholz. Und von der israelischen Botschaft in Berlin zum Beispiel. Aber besonders in Erinnerung und Blüten ist mir die Facharbeiter in der Schule aus Wattenscheid aus dem Jahr 2010. Ich weiß nicht, ob diese Anwesende, diese Frau, ich habe sie besucht und ich bin aber gefragt, dass sie schon wenigstens angehört haben. Sie, ich bitte diese anwesenden Autoren dieses Werkes, Alina Röhrle und unsere Frau Röhrle, um Erlaubnis ein paar Sätze zu zitieren, sonst wird es nicht schwierig, vielleicht konfrontieren mit den Gastvermutungen. In ihrem Vorwort schreiben sie, im Folgenden möchte ich meine Entscheidung mich mit dem Thema erinnern, entstehen Geschichte und Anlass des Denkmals zu befassen, begründen. Ich habe mich schon immer für die Vergangenheit, besonders für die Zeit des Nationalsozialismus in unserem Land interessiert, da man sich als Jugendlicher bzw. Jugendliche die in der heutigen Zeit aufwachsen, nicht vorstellen kann, wie unsere Vorfahren in ihrer Jugend gelebt haben und was sie alles überleben mussten. Und ein paar Zeilen später, Herr Biener ist trotz oder gerade wegen seiner 80 Jahre zu dieser Zeit ein herausragendes Beispiel für den Kampf gegen das Vergessen und den gewaltfreien Widerstand gegen die Verbreitung nationalsozialistischen und rechtsextremen Gedankengutes.
und das nicht nur in den Banken schaffen. Und in diesem Moment, mein Problem, habe ich fast laut aufschreien müssen. Eureka, das ist unser Mann. Vielleicht geben Sie das Mädchen für den Herrn König und für den Kind und diese Wahrheit aus meinem Mund. In dem Fall in der Ziege würde ich etwas sehen. Und in unserem Fall war das kein kleines Kind, sondern ein kluges Schulmädchen. Aber diese Facharbeit hat den Stein ins Rollen gebracht. Und die Mama hat mich nicht weitergegeben. Warum sollen wir den anderen das überlassen, was wir selbst machen können oder sogar müssen? Wir haben einen dicken Helden, einen tollen Kämpfer unter uns, der scheinbar das Wort unheimlich überhaupt nicht kennt. Hier steht es im Manuskript, ein kleiner, großer Mann hat es geschafft. Ich bin, meine Damen und Herren, der festen Überzeugung, wir haben absolut richtig weitergebracht. Und die Bestätigung dafür kam heute. Schon nach der Bekanntmachung unserer Entscheidung haben mich die Menschen angesprochen. Und jeder für sie hat nicht nur emotional, sondern auch wortwörtlich praktisch das Gleiche gesagt. Tolle Entscheidung gegen die Welt. Und alle gesagt. Herr Wiener, danke. Und wie der Ihnen sagte, ist 120. Anders geworden ist als andere, nämlich widerständig und
angezogen und hast nur mit viel Glück und dem Verlassen deines Regiments überleben können. Danach folgt Flucht und Vertreibung in den Übergang, wobei zu dem schrecklichsten Erlebnis sicherlich die Aufgabe gehört, viele Tote während der Flucht aus den Güterzügen herauszutragen und zu beerdigen. Dabei, als Jugendlicher noch, verlorst du deine kleinste Schwester, die Heilung. Sie starb und deine Mutter, eine streng katholisch erzogene Frau, wollte natürlich eine religiöse Beerdigung. Der polnische Priester hat sich dagegen gewandt, er wollte ein deutsches Kind nicht beerdigen. Aber Hans Dienert gelang es, seine kleine tote Schwester in die gleiche Lage zu bringen, sie unter die Füße einer anderen Verstorbenen, die bereits im Sarg lag, zu betten, damit der Wunsch der Mutter, ihr Kind mit den Segnungen der Kirche zu beerdigen, auch in Erfüllung gehen konnte. Der Zweite Weltkrieg hat dich, lieber Hans, sicherlich bis zum heutigen Tag geprägt und ist ein zentraler Antrieb für dich, um für Frieden und für Freiheit in dieser Welt einzustehen. Der Schwur der Überlebenden des Konzentrationslagers Buchenwald nahe Weimar, der Schwur nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, ist ein Lebensmotto und auch sicherlich Lebenselixier für dich geworden. Du hast an dem Krieg als Bergmann gearbeitet, in der anderen in Lenzisch-Holland und Landschaft. Du warst politisch in der Kommunistischen Partei Deutschlands engagiert und hast deshalb, wie viele andere, aber auch nicht nur Kommunisten, dich gegen die Wiederbewaffnung Deutschlands verwandt. Der Pazifismus, der darauf erwachsen ist, ist sicherlich ein wichtiger Teil von Geisteshaltung in unserer Gesellschaft. Das war bekanntlich nicht immer so. Und damals war es als Angehöriger der KPD, die noch eine legale Partei war, schon schwierig. Sicherlich nach dem Verbot 1956 hat das zu Kriminalisierung geführt, wie sich manche sicherlich noch erinnern können. Ich nenne hier nur in Bochum den Namen Klaus Brunner und den Wegenfeld. Du bist einer derjenigen, die schon zu Zeiten des Ostermarsches sich für Frieden eingesetzt hat. Legendär ist dabei die heiße Suppe an der Friedenskirche in Wattenscheid, die du ausgegeben hast, den Ostermarschierer schon in den 60er Jahren, im Frühjahr durchgefroren in der alten Freiheit Wattenscheid halt machten und du hast sie nicht versorgt. Als Sprecher der antifaschistischen Initiative Wattenscheid kämpfst du bis zum heutigen Tag gegen Rechtsextremismus und gegen Ausländer. Als 1978 die Landeszentrale der NPD dort eröffnet wurde, warst du einer derjenigen, der am stärksten Widerstand geleistet hat. Zwischenzeitlich beherbergte die Landeszentrale auch die Bundeszentrale der sogenannten Judennationaldemokraten. Legendär ist dabei die Organisation von Demonstrationen, die den Bundesparteitag der NPD, der 1983 in Wattenscheid stattfindet. Aber, und das wird vielfach vergessen, für diesen Kampf gegen Rechtsextremismus und Ausländerfeindlichkeit, der uns heute alle vereint, musstest du und deine
hat heute bedrohte eine rechtsterroristische Gruppe namens Volksseele, deine Familie ist bedrohte, euch mit Leib und Leben. Ich erinnere da an den Artikel im Stern eines anderen Wattenscheiders, Spitz, der Frau Burgis vom Buch am Fenster fotografiert wurde und darauf die Spielerei zu sehen war, ihnen zu bespot. Dass man deinem Auto manipuliert worden ist und ein Beerdigungsinstitut bereits beauftragt wurde, deine Leiche abzuholen, zeigt das perfide, das unmenschliche Wirken dieser Rechtsterroristen. Die gefährliche Situation damals für euch konkret war, ist im Bericht des Kriminalhauptkommissars verzeichnet, der bei der Aktion Volkswille Sprengstoff fand, mit dem man in der Lage gewesen wäre, ganze Häuser zeigen zu werden. Aber du hast dich nicht einschüchtern lassen. Ganz im Gegenteil. Dein Kampf gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus hast du eher verstärkt als niemand zu. Ein besonderes Anliegen galt aber stets der jungen Generation, die soll in die politische Arbeit einbringen werden. Und als Sozialdemokrat weiß ich, dass eine ganze Generation von Jungsozialisten, Aktiven, aber auch Schülersprechern am Wattenscheid der Schule, das war teilweise authentisch, an deiner Seite gestanden sind. Dir ist es auch zu verdanken, dass wir heute eine Vielzahl von politisch aufgeklärten Menschen haben, die im Kampf gegen die Nazis bei ihr sozialisiert worden sind. Zu denen zählt zweifelsohne auch mein Abgeordneten Kollege Sergej Rössel, der wirklich anwesend ist und der auch mit die antifaschistische Initiative Wattenscheid begründet. Eine Initiative, die wird seit 1990 alljährlich Lebensveranstaltungen zum 9. November 1938 auf Rom haben die Weltklasse in Wattenscheid statt. Gerade die Einbindung der jüngeren Generation durch dich möchte ich besonders bitten. Aber nicht nur die Gedenktage sind in Erscheinung getreten. Du hast deine Arbeit als das Besondere im Alltag betrachtet, als alltägliche Verpflichtung. Dazu gehört die Vermittlung von Zeitzeugen an Schulen als Diskussionspartnerinnen und Partner. Ich nenne da also nur die Tochter von Bertolt Brecht, Frau Hammer, ihre Mutter. Ich erinnere an das Organisieren von Ausstellungen zum Beispiel, das ist ein lange vertretenes Thema Justiz und Nationalsozialismus. Oder die Gedenkausstellung, die ich exemplarisch nennen möchte, im Jahre 50 nach dem Beginn eines bedeutendsten Prozesses natürlich Auschwitz, mehr als 15 Jahre nach dem Ende des Faschismus. Ein besonderes Anliegen ist die bis zum heutigen Tag die Betreuung von Flüchtlingen. Jahrzehnte lang schon erfreuen sich die Kinder in den Übergangswohnheimen alljährlich von den Geschenken, die andere Kinder für sie aus Solidarität zur Verfügung gestellt haben. Wenn du verkleidet als technischen Frost mit einem alten sowjetischen Postsack in den Übergangswohnheimen aufrollst, so warten Kinder und ihre Eltern schon sehr gespannt auf die schönen Gaben, um ihren grauen Alltag ein Stück für Stein zu verbrauchen. Die Kinder von damals sind heute erwachsen und zum Teil immer noch in diesem Übergangsprogramm. Wenn in Kürze wieder der Reisebock Corona gedacht wird, so begegnet man nicht nur der Gedenktafel, sondern seit 2009 auch den durch Steine spenden Sammelaktion finanziell geschehen an die Weltwachsen. Durch deinen möglichen Einsatz wird hier durch die Schädel derjenigen 87 deportierten und ermordeten Juden gedacht.
beispiellosen Bringen. Die vielen, fast Vergessenen haben jetzt einen Namen und einen würdigen Ort, an dem man ihre Bedenken kann. Über Hannes sein jüngstes Engagement, den Rathausvorplatz in Wattenscheid nach Friedrich Hartmann zu benennen, war auch nicht einfach zu realisieren. Bekanntlich hat die Verwaltung der Stadt Bochum seinen Bürgerantrag zunächst abgelehnt und durch viele Einzelgespräche und natürlich eine glaubhafte Art zu überzeugen, konnte es schließlich die Bezirksvertretung in Wattenscheid dafür gewinnen, deinen Vorschlag zu folgen. Friedrich Hartmann zur Erinnerung zu den 1942 von den Nazis in Auschwitz im Alter von 13 Jahren. In der Namensnennung des Vorplatzes erinnern wir an das Schicksal der jüngsten Ermordung Wattenscheid. Ich möchte auch noch meine ganz persönliche Bemerkung. Vor 50 Jahren hatte ich als Schüler zum ersten Mal die Gelegenheit, in der Synagoge in meiner Geburtsstadt Frankfurt am Main zu besuchen. Ich hatte das große Glück, einen jüdischen Schulfreund zu haben. Deshalb sind mir viele Dinge, die ich heute hier auf dieser Gemeinde erlebe, schon sehr nah, weil sie mich sehr verliebterlich mitgebracht haben. Seit über 40 Jahren kenne ich Hannes Wienert, nachdem ich von Frankfurt am Main abgeschaltet bin. Ich möchte hier mit Bertolt Brecht reden. Er sagt, die Schwachen kennen mich. Die Starken kennen vielleicht eine Stunde lang, die noch stärkeren viele Jahre. Aber die Stärksten kämpfen ihr Leben lang. Sie sind unentbehrlich. Und bei uns ist wirklich unentbehrlich. Ich wünsche dir und deiner Familie insbesondere, deiner lieben Frau, die seit Jahrzehnten deine Arbeit unterstützt hat, auch in Zukunft Kraft und gutes Leben. Von Herzen bedauern.